ganz kurz schauen. Wir haben es 5.18 Uhr. Okay. Das heißt, es ist noch früh. Und ich wollte ja auch mal schauen. So, wir können den moven und usen. Okay. Da haben wir auch noch einiges drin, was? Ja. Ich hatte jetzt überlegt, was macht vielleicht Sinn, wenn wir wirklich uns woanders niederlassen. Also wirklich eine Base bauen. Ich würde auch noch gern wissen, wie sich das mit den Höhlen verhält. Da gibt es ja auch noch irgendwie Erze oder Mineralien, die man da abbauen kann. Soweit ich das mitbekommen habe. Und da unten ist man ja doch schon sehr weit weg vom Schuss. Zumal wir ja nicht so viel Benzin mehr, glaube ich, haben hier in unserem Quad. Ich schaue noch mal kurz. Das sieht man ja bei Use Fuel. Ja, okay, dreiviertel voll ist der Tank noch, aber gut, ein paar Mal hin und her gefahren und dann ist das Ding auf jeden Fall leer. Haben wir hier noch was drin? Ne, da ist nichts mehr. Okay. Ich schalte mal kurz durch, was ich hier habe. Also ich habe so eine Axt. Achso, das andere ist ein Hammer gewesen oder was war das? Das sah anders aus, oder? Ah ne, ich habe bloß das. Okay. Ach nee, so eine Spitzhacke ist das, ne? Ja, genau. Okay, die hatte ich mir also gebaut. Verstehe. Gut, dann gucken wir mal ins Inventar. Wir haben hier Clay, Clay Soul. Okay, das könnte ich ja eigentlich erstmal soweit hier lassen. Man kann, glaube ich, nichts transportieren mit dem Quad, oder? Dass ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt mal so ein Bett mit oder so. Ich probiere das einfach mal. Wir können ja mal gucken, ob das gehen würde. So, N wie Move. Ah, scheinbar nicht. Ach so, ich kann es ja, naja, nee, ich kann es ja nirgendwo anders hinstellen. Nee, okay, gut. Stimmt, es muss ja auf jeden Fall auf einer Plattform sein. Okay. Ja, dann müsste man sich natürlich erstmal auch alles neu bauen. So. Konnte man jetzt hier Stein abbauen oder so? Ich weiß gar nicht. Das wird sich zumindest gut. Ah ja, okay. Das ist gut. Das hat schon mal seine Vorteile. Ich guck mal kurz, ich muss ab und zu mal nochmal schauen, wie das hier aussieht mit der Auslastung, aber sieht momentan super aus. Ich würde auch ganz gerne mal demnächst auch auf beiden Plattformen, also auch auf YouTube streamen, aber das muss ich mir noch angucken, wie das mit der Auslastung ist. Aber gut, das soll uns erstmal nicht interessieren. Ich würde jetzt einfach mal schauen, ob wir irgendwie da so ein geeignetes Plätzchen finden, wo wir uns so niederlassen können. Da müssen wir uns natürlich jetzt mal ein bisschen vorwagen mit dem Quad, in der Hoffnung, dass wir jetzt erstmal nicht angegriffen werden, dass wir mal in Ruhe gucken können und dass vor allen Dingen das Benzin reicht. Ja, das ist ja... Letztes Mal hatten wir ja so... ein paar Bambis auf der Straße, die da sich anscheinend was Leckeres gebraten oder gekocht haben. Oder auch gegrillt, was auch immer. Deswegen fahre ich mal lieber etwas vorsichtiger hier lang. Dann, wie gesagt, wenn man so ein bisschen zentraler ist... Da sind wieder welche. Oh nein. Das waren ganz schön viele, glaube ich. Wow. Okay, die scheinen ja also irgendwie in der Nähe zu kampieren. Vielleicht ist hier ein Wemby-Festival oder so. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. So, wartet mal, jetzt gucke ich mal, wo sind wir denn? Boah, das sieht immer so aus, als wir schon super weit gefahren sind, aber eigentlich sind wir noch gar nicht so weit. Aber gut. Die Frage ist, spawnen die so random einfach am Weg oder wandern die... Also wie so eine Horde praktisch, wie man es ja aus einschlägigen Serien ja kennt, wandern die hier so durch die Gegend. Ich müsste mal, glaube ich, mich mal ein bisschen dunkler auf der einen Seite machen. Ich strahle hier so. So. Okay. Gucke ich noch auf die Karte. Na, ein kleines Stückchen ist noch. Ich wollte irgendwie ungefähr hier so hin. So, der Vorteil an so einem Dual-PC ist natürlich, dass ich jetzt beides
bedienen kann, ohne dass ich jetzt den Bildschirm wechseln muss. Und in der Hoffnung, dass mich jetzt gerade keiner angreift, wenn ich hier sitze. So, setzen wir es mal. Ja, so ist viel besser. Bin ich auch selbst nicht so geblendet. Prima. Dann geht's jetzt hier. Huch. Ach, jetzt habe ich die falsche Taste natürlich gedrückt. Noch so ein Stück weiter in der Hoffnung, dass es da einigermaßen. Achso, wir sollten vielleicht auch gucken. Naja, so ein bisschen Wasser ist ja da. Hm? Vielleicht biegen wir schon mal so langsam in die Richtung ab. Und dann könnte das ja was werden. Bäume hätten wir ja auch. Der Sound geht immer von der einen Seite auf die andere. Das ist ein bisschen... Ach, ist ja noch ein Stück. Okay. Ja gut, aber wir können ja mit dem Teil im Gelände fahren. Achso, das ist ein Kürbis. Okay. Genau, Kürbis haben wir auch gelernt. Können wir ja auch grillen. So. Bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hier landen. Okay, wir hätten hier was mit Aussicht. Aber es ist wahrscheinlich... Mal kurz absteigen. Ich will mir das mal kurz so anschauen. Naja, das ist hier so ein... Ja, das ist vielleicht nicht so genial. Also das heißt, wir müssen wirklich nochmal die Straße runter und darunter. Ja. Ja gut. Hier kommen wir eben einfach nur ins Gebirge. So, und wenn wir hier ein Stück... Naja, wir müssen auf jeden Fall zur Straße zurück. Das ist hier ungünstig. So. Dann steigen wir wieder auf. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, wo man... also es muss ja irgendwas Größeres ja auch geben. Also sowas wie eine Stadt oder so. Man muss ja irgendwie mal so ein bisschen looten können. Das ist ja bisher so ein bisschen... Boah, dünn besetzt hier, also dünn. Also die Ausbeute ist hier nicht sehr hoch, so rum. Weil hier steht auch kaum was, was man looten kann, also oder ich übersehe irgendwas, aber ich guck natürlich brav. Alter, da bin ich mir erschrocken. Mensch, du kannst doch nicht einfach lang springen hier. Kommt hier einfach Bambi um die Ecke. Oh. Wow, das ist ja heute schon wieder. Mann, ich würde nur eine ganz gemütliche Runde spielen. So, gucken wir nochmal. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Dann gucke ich mal, ob man hier so Richtung Wasser kommt, weil ich will unbedingt irgendwo in der Nähe von Wasser sein, damit man immer sich dann was abkochen kann. Aber es sieht mir echt wie so ein Tunnel aus hier, oder? Ach, da hinten, guck mal. Das könnte was werden, oder? Oh, doch nicht. Hä? Sah so aus wie Wasser. Ach, hier. Ja. Das muss ja jetzt kein Riesensee sein. Wir wollen ja jetzt hier nicht... keinen Urlaub machen. Wir wollen ja überleben. Wir wollen sich hier so eine schöne Ecke oder da hinten... eher so am Felsen... schon mal anfängt, damit man so ein bisschen geschützt ist vielleicht. Sieht aus wie so ein Grabstein. Oder ist das hier irgendwas, was hat nicht so ein ganz normaler Stein? Also, schlecht finde ich jetzt hier nicht. Soll ja erstmal... Ja. Ich fang hier einfach mal an. Ich hack mir jetzt mal ein bisschen Holz. Ui. Ach Gott, habe ich überhaupt was zu essen drin mit? Ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht in mein Inventar geschaut. Ich habe natürlich gar nichts mit. Ach, das ist ja wieder ganz schlau, ey. Ach ja, wir müssen ja noch so einen Teil da bauen. Wir brauchen ja erstmal noch... genau. Wir brauchen... Nee, das noch nicht. Wo war es denn nochmal? Placeables... Genau, so eine Sägebank. Die müssen wir erstmal irgendwo hinstellen. Ach, das geht hier gar nicht so einfach. Muss ich doch erst eine
Okay. Kann ich die Sägebank must be built within unclaimed pole radius? Was auch immer das heißt. Ach so, ich muss erst einen Claim bauen, oder? Verstehe, jetzt habe ich es selbst begriffen. Okay. Dann, wo war das jetzt nochmal? Ich habe doch auch irgendwo. Kann ich überhaupt zwei Claims bauen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. So, das müssen wir nochmal suchen. Das weiß ich also aus dem Kopf gerade nicht. Storage, Workbench, nee. Construction wird es wahrscheinlich auch nicht sein, oder? Stairs, Doors. Ach, ich wollte auch immer noch die. Ach hier, guck mal. Land Claim. Okay. Gut, das kann man einfach so bauen. Würde ich mal. Achso, ich würde es vielleicht irgendwo hinbauen, wo man. Vielleicht hier so. Und? Jo. Okay, dann Werkbank. Mal gucken, ob das jetzt geht. Ja, jetzt sieht das gut aus. Würde ich erstmal so an die Seite bauen, weil wir weiß ja noch nicht, wie groß unser Gebäude sein wird. Erinnert mich so ein bisschen, wo war denn das, dass man erst was anderes. Ah, ich glaube hier Walheim, das war, glaube ich, auch irgendwie so gepolt, dass man erstmal ja, so auch so eine Art Claim abstecken musste, um irgendwas zu bauen. Daher kenne ich das auch. Und hier haben wir vielleicht noch eine Chance, irgendwie immer hier so ein bisschen Wild irgendwie zu fangen. Ja, zu fangen. Natürlich zu jagen und es ganz lieb bitten, uns etwas Fleisch abzugeben. So, genau, dann können wir hier schon mal ein bisschen. Dann würde ich schon mal mit den Foundations anfangen. Machen wir erstmal. Achso, hier gibt es auch was mit Stein. Das ist dann bestimmt etwas stabiler. Aber ehrlich, ich würde erstmal schon erstmal ganz normal anfangen, oder? So, ich würde das mal so ein bisschen im Schutz des Felsens bauen. So, so vielleicht. Kommen hier eh noch Wände und alles, so. Einmal. Ah, wie rum sind denn jetzt die Planken? Das habe ich gar nicht. Das ist so richtig. Die Planken sind doch eigentlich andersrum, oder? Ja, so rum. So. Ja, komm, mach ich noch einen. Was hat er denn schon wieder? So, machen wir mal so ein Sechser erstmal. Also Sechserlinie, okay. Gut, dann achso, nee, was brauche ich hier für? Woodlock und Planks, okay. Ach Mist, ich ärgere mich so, dass ich nix. Kann ich nicht schon. Ich habe aber nichts hier um Wasser irgendwie zu. Nee. Ach doch, warte mal, ich bin ja doof. Das ist ja hier woanders versteckt. Natürlich habe ich was. Was brauchen wir denn? Wir brauchen was zu trinken. Oh, natürlich habe ich nichts zu trinken mit. Oh Mann, ey. Ach Leute. Sehe ich auf der Karte, wenn ich hier was baue? Ja, okay. Gut, es hilft nichts. Wir müssen erstmal, sonst verdurste ich hier. Das macht ja auch keinen Sinn irgendwie. Wo ist jetzt? Ach, da. Erstmal den Tank checken. Ich glaube, ich höre irgendwas. Irgendwas läuft hier lang. Nee, ich wollte den Tank checken. Oh oh. Das reicht noch genau für einmal zurück und einmal wieder hierher. Oh je, oh je. Das ist gar nicht so gut. Würde ich mal sagen. Wir müssen sehr sparsam fahren jetzt. Also möglichst auch keine Umwege.
muss ich mal selber erstmal gucken. Oh Mann. Das ärgert mich so mit dem Wasser jetzt. Das hätte man echt vermeiden können. Aber gut, ich war wieder zu euphorisch. Oh, ich hoffe, die Gruppe da ist jetzt vielleicht, also, weg. Das war ja mal geradeaus, oder? Ja. Ich guck lieber nochmal, aber ja. Also man kann zwei Bases praktisch haben, also zwei Claims sich abstecken, das ist eigentlich auch mal gar nicht mal so schlecht. Okay. Dann, hier lang war richtig, ne? Ja. Guck nochmal. Ja. Oh Mann, Benzin, Benzin. Vielleicht muss man auch irgendwas bauen, um dann irgendwie sich Benzin... Man kann aus den Autos kein Benzin ziehen oder so, oder? Nee, man kann bloß... Nee. Naja, gut. Wir müssen eben zusehen, dass wir es irgendwie noch hinkriegen. Zur Not müssen wir den letzten Rest eben laufen, denn also ich gucke jetzt, dass ich so viel wie möglich jetzt auch mitbekomme, was wir noch in unserer ersten Base haben. Oh, endlich mal Wetter. Und dann können wir ja mal schauen. Scherzel, alles Gute auch für dich. Frohes und gesundes neues Jahr. Vielen, vielen Dank. So. Ich hatte vorhin schon gesagt, ich spiele heute nochmal Infected, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, da kommt bald was bei Miss Survival. Deswegen, ja. Mache ich heute mal so einen kurzen The-Infected-Stream. So. Ja, ich hoffe auch, du bist gut reingerutscht. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, bin relativ entspannt ins neue Jahr. Oh, ich war heute Morgen noch echt müde. Oh, ich laufe jetzt wieder ewig langsam, weil... Oh Mist, ich habe ja auch gar nichts vorbereitet hier mit Wasser, oder? Ach, ich bin so unvorbereitet schon wieder. Aber das kennt man ja. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt... wie war das nochmal? Ich brauche jetzt hier den Eimer. Nee, ich muss mir den Eimer mitnehmen, oder? Ach nee, ich muss ja... Ach, ich hätte eigentlich mit dem Auto da anhalten können. Ich hätte mir auch schon Wasser holen können eigentlich an dem... Aber ich will jetzt eigentlich das Benzin sparen, weil sonst könnte das eng werden. Wow. Also das finde ich immer noch so ein bisschen übertrieben, dass wenn man irgendwie Durst hat, dass man dann so langsam läuft. Also gerade mit der Aussicht, bald ans Wasser zu kommen, würde ich persönlich schneller laufen. Aber naja gut, man kann bestimmt... Oh, hier sind wieder irgendwelche Tiere. Warum habe ich eigentlich keinen kein Speer in der Hand? Ach, okay, wir gucken mal. So. Ja, eigentlich wollte ich auch schon ein bisschen früher streamen, aber ich habe bei der neuen Miss Survival-Folge etwas länger gebraucht. Ich musste ein bisschen mehr schneiden diesmal. Weil da wieder mal so einiges schief gegangen ist, wie man es eben doch bei mir kennt. Das ist ein Fuchs, oder? Ich weiß gar nicht. Oder? Ist das ein Fuchs? So sieht's so aus. Der tut uns ja in der Regel nichts, hoffe ich. Also greift uns zumindest nicht an. Also Füchse sind ja eigentlich eher nicht so aggressiv. Also wir haben tatsächlich bei uns, also ich wohne ja in Berlin, ja, und wenn ich dann mal morgens so meine kleine Joggingrunde drehe, da sehe ich auch öfter mal einen Fuchs, den wir da bei uns haben. Also der scheint sich auch schon echt gut eingelebt zu haben. Aber ja, das ist jetzt nicht mehr ungewöhnlich. Ich habe sogar einen Tag einen Waschbären sogar gesehen. Das mitten in der Stadt, also schon ein bisschen weird, aber gut. So ist der Lauf der Zeit. In Berlin gibt es ja auch Wölfe. Nicht Wölfe, Löwen meine ich ja. Hm? Das habt ihr ja bestimmt auch schon mal mitbekommen. Als hier dieses Theater war. Hände waschen, ja, können wir auch machen. Das macht er auf jeden Fall schnell.
So, und jetzt will ich die Flasche füllen, genau. Wir bräuchten noch viel mehr Flaschen irgendwie. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Aber gut, wir sind hier ja auch noch ganz am Anfang. Also, ja, Froschfleisch ist auch gut. Brauche ich gerade nicht. Wie sieht es denn eigentlich mit Hunger aus? Hunger geht eigentlich noch, ja. Also das Fleisch hält gut vor, scheinbar. Aber Wasser ist eben immer ein Problem. Die Sache ist eben, wenn ich das jetzt wieder aufkoche, dann kann ich mir das nicht so holen, weil das trinkt er ja sofort aus. Wir teilen uns das Wasser einfach nicht ein. Ich hoffe, ich habe jetzt auch alles, um das Wasser abzukochen, wenn ich nochmal zurücklaufen muss. Kann man dich als Haustier vielleicht mitnehmen? Du kannst mir ja irgendwas, weiß nicht, irgendwas verjagen oder so. Das wäre vielleicht gut. Kommt mir echt hinterher so ein bisschen, oder? Ja, ja, fast. Also die Tierwelt, hat er letztes Mal schon gesagt, ist hier fantastisch. Ach, jetzt hat er auch noch Hunger. Ja, auch das noch. Obwohl der Balken für Futter ist ja noch gut. So, Sonne geht diesmal. Wir kriegen keinen Sonnenbrand, aber klar, es regnet ja auch in Strömen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie das hier mit so Jahreszeiten ist. Also wir haben jetzt 27,4 Grad Celsius. Das ist ja auch recht warm. Das ist ja hier so ein Sommergewitter gerade. Naja. Ich hoffe, wir kommen irgendwann mal an. Deswegen habe ich auch auf jeden Fall die neue Base wird jetzt ans Wasser gebaut, weil das nee. Das tue ich mir nicht an. Diesen weiten Weg, denn wenn es mal wirklich so weit ist. Also wir müssen auf jeden Fall sehr viel mehr Wasserflaschen. Ich muss gleich mal schauen, ob wir die nicht irgendwie bauen können. Obwohl, wie gesagt, Materialien haben wir echt nicht viel gerade. Wir haben echt noch nicht so viel gefunden. Aber das gucke ich gleich mal. Aber erst müssen wir ein bisschen schneller werden. Okay. So. Dann Use Campfire. Füllen wir das Wasser rein. Und wie war das nochmal? Dann, ach ja, machen wir das und zünden an. Aber wir haben kein Holz drin. Machen wir das Holz rein und angezündet. So, dann kann das Wasser jetzt kochen und eigentlich können wir gleich, wenn wir es getrunken haben, gleich das nächste holen. Ich kann ja schon mal schauen in die Item- oder Itempedia, ob was man da so schön ist, ob man sich wie so eine Flasche. Ach, da, guck mal. Okay. Ja, das ist schön, dass man das damit machen kann, aber ich kann nichts bauen, oder wie? Achso, das ist bloß eine Erklärung praktisch, okay. Ich kann also von da aus nichts ins Baumenü oder so gehen. Hm, verstehe. Irgendwie konnte ich doch mit irgendwas sofort bauen. Ne, verstehe ich nicht. Vielleicht, weil ich keine Materialien dafür habe. Was ist denn mit dem Fuchs da hinten los? Warum ist er denn so ungeduldig? So. Dann nehmen wir uns jetzt mal das Wasser. Dann trinken wir das mal gleich. Dann kriegt er wieder einen Abgang. Ja, und dann. Ach, das Fleisch ist verdorben. Schade, das hätte ich jetzt gleich hier raufschmeißen können. Naja, gut. Tja, Fuchs, heul nicht so lange. Du bist nämlich gleich dran hier, wenn es weitergeht. So, jetzt sind wir mal schneller. Dann werden wir gleich mal die Wasserflasche neu machen. Dass wir da nicht normal in die Verlegenheit kommen. So. Dann rein damit und zurück. So. Ich weiß auch noch gar nicht, wie es mit den Infekten so weitergeht, ob da noch was da jetzt so geplant ist. Ich sag mal, ist ja auch noch einiges zu tun.
So, das da rein. Das brennt ja noch. Perfekt. Kann ich diesen Ofen eigentlich irgendwie wieder kaputt machen? Delete to remove. Aber dann ist er wahrscheinlich ganz weg, oder? Ja. Aha. Gut. Wer ist denn da? Ach, wir kriegen die Steine wieder. Okay, das ist gut. Die Steine kann man echt nicht stapeln, ne? Boah. Das ist ja finster. Oh, und wir haben noch... Okay, das ist alles verdorben. Das wollen wir eh nicht mitnehmen. Naja, wir haben ja noch so ein paar Items, ne? Gerade so Nägel und Schrauben sollten wir, glaube ich, mal mitnehmen. Tja, ich wüsste, was ich also brauche noch. Glas könnte man noch... Melten sind. Glas kann man davon nicht so eine Flasche bauen? Warte mal, wenn ich hier so meine Itempedia gehe. Achso, jetzt Item can't be crafted, steht da oben. Okay. Also einfach nur so nicht oder weil ich gerade die Materialien nicht habe? Okay, ich muss also. Ach nee, Items missing to craft. Okay, also manche kann man bauen, aber da gibt es gerade nichts, was ich dazu habe. Und das kann nicht bei Player gecraftet werden, okay. Gut. Verstehe ich noch nicht ganz, aber gut. Dann nehmen wir uns mal, das Wasser müsste ja fertig sein, oder? Ja. So, 2.14 Uhr nachmittags. Hm, naja, gut, da müssen wir eben mal gucken. Zu essen hat man doch hier auch noch was drin, oder? So ein Ei oder so. Das können wir ja hier in unsere Vorratstäschchen packen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, sehen wir mal zu, können wir das auch hier... Ja, das passt dann bestimmt alles nicht rein, wa? Wenn ich das delete... Nee. Firewood. Ich könnte hier noch was ins Quad packen. Ach, ist mir wieder zu schwer. Ach Gott, ach Gott. Haben wir das eine Problem gelöst, haben wir das nächste an der Backe. Na. Dann öffnen wir mal. Och, da ist ja noch alles frei. Also, dass man Steine nicht stapeln kann, kann ich die mit... Überschmeißen irgendwie? Nee, schade. Dass man die nicht stapeln kann, ist schon ein bisschen anstrengend. Was hat er denn schon wieder? Ah, Sonne. Oh nein. Ach Gott, jetzt kommt das auch noch dazu. Ich sehe gerade, ich bin ja unten bei 6 von 100. Ich habe wieder Sonnenbrand gleich. Dass man hier jedes einzelne rüberschieben muss, ist schon... Oh, dieser Fuchs geht mir auch so ein bisschen auf Nerv mit seinem Gewimmer. Also, das sieht gut aus. Und dann nehmen wir das hier noch alles mit. Nehmen alles, was wir kriegen können. Das können wir noch irgendwo unterkriegen. Plastik. Oh. So, das können wir ja stapeln. Cucumber Seeds und Watermelon. Ja, so. Ach, da sind wir schon mit 50 voll. Aber hier passt noch was rein. Clay. Eine Zwiebel. Ach, Tierfett gibt es hier auch. Guck. So. Dann können wir noch ein, zwei hier fertig ins Quad schmeißen. Das Feuerholz kann man auch nicht stapeln. Das könnte das vielleicht für ein Gerücht. Ne, tatsächlich. Wow. Kommt mir irgendwie bekannt vor von anderen Spielen. Gut, dann das. Und dann nehmen wir noch die Clay hier mit. Weil wir müssen ja zusehen. Das war in unserer neuen Base ziemlich schnell. Was zusammenbasteln. So, das ist verdorben, das Zeug. Das können wir noch mitnehmen. Ne, warte mal hier hin. Und dann sollten wir
Eigentlich wollen wir das auch noch auseinandernehmen. Warum eigentlich nicht, oder? Dann haben wir die Teile dafür zumindest schon mal. Die hat er sogar alle mitgenommen. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ist hier nichts mehr, oder? Das kann jetzt mal hier bleiben, das stört nicht. So, Tank kurz angucken. Oh, das wird wirklich nur noch bis dahin reichen. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keinen Schimmer, wo wir hier Benzin herkriegen sollen.